Herzlich willkommen zur Talkreihe Modernes Banking trifft regionale Nähe. In dieser Ausgabe geht es um die digitalen Dienstleistungen der Volksbank. Die Nutzung von Apps gehört für viele Menschen natürlich zum festen Bestandteil ihres Alltags. Frau Neschen, wie gut nehmen die Volksbankkunden denn die Banking-App an? Also generell wird die App viel von online-affinen Kunden natürlich angenommen. Aber wir bieten das natürlich in jedem Beratungsgespräch zu Online-Themen auch jedem Kunden an. Wie einfach ist diese App zu bedienen? Also grundsätzlich ist sie sehr intuitiv zu bedienen, hat ähnliche Funktionen wie das normale Online-Banking über den PC und bietet darüber hinaus natürlich noch extra für das Smartphone angepasste Möglichkeiten, wie zum Beispiel Quitt oder die mobile Auszahlung digitaler Karten. Ja, wenn es ums Geld geht, gerade wenn es online oder mobil ist, dann geht es natürlich auch um die Frage der Sicherheit. Wie gewährleisten Sie denn, dass tatsächlich nur der jeweilige Kundeninhaber auf diese App zugreifen kann? Also grundsätzlich ist die VR Banking App immer mit einem Anmeldekennwort gesperrt, das der Kunde dann jeweils eingeben muss oder entsprechend über Touch-ID oder Face-ID, wenn das Handy das unterstützt. Und da zusätzlich muss die Online-Banking-PIN eingegeben werden und sobald dann eine Transaktion wie eine Überweisung zum Beispiel gemacht wird, muss natürlich zusätzlich die TAN eingegeben werden. Ja, die Volksbank bietet für Smartphones aber eben nicht nur die Banking-App an, sondern auch digitale Karten. Herr Heiner, was ist denn das genau? Das Thema Smartphone wurde ja schon häufiger gerade angesprochen. Gerade beim Thema Smartphone ist es so, das ist der tägliche Begleiter unserer Kunden. Und bei der digitalen Karte geht es darum, dass wir unsere physischen Karten, wie wir sie seit Jahren kennen, das ist die Girocard, das ist die Kreditkarte, jetzt auch in die Apps, in dem Fall in die VR Banking App integriert bekommen. Und was kann ich dann damit alles machen? Welche Vorteile habe ich, wenn ich die digitalisiert habe, die Karten? Sie können mit dieser Karte genauso bezahlen an Terminals, wie Sie es bisher mit anderen Karten gewohnt sind, die Sie physisch in Ihrem Portemonnaie hatten. Sie bezahlen halt heute kontaktlos, ich glaube auch unter den Corona-Bedingungen ein ganz wichtiges Asset, kontaktlos an den Terminals mit Ihrem Smartphone. Und Sie können dabei die Funktionen nutzen, die Android-Geräte bieten, aber selbstverständlich auch Apple Pay, wie wir das in den iOS-Geräten nutzen können. Ja, auch hier natürlich die Frage der Sicherheit. Ist das dann ähnlich wie bei der Banking-App geregelt oder gibt es da noch andere Sicherheitsstandards? Die Sicherheitsstandards sind die gleichen, die wir in unseren Bankverfahren jederzeit nutzen. Das trifft das Thema Online-Banking genauso wie die Apps, die wir nutzen können. Und das Gleiche gilt selbstverständlich auch für die digitalen Karten, die in den Banking-Apps hinterlegt sind. Ja, eine weitere digitale Dienstleistung ist ja das elektronische Postfach, Herr Linden-Hennes. Wie komme ich an dieses Postfach ran und was kann ich dann damit machen? Generell können Sie das Postfach bei uns nutzen, wenn Sie einen Online-Banking-Zugang haben, sowohl über Apps oder als auch über das ganz normale Online-Banking. Im Endeffekt ist es der persönliche E-Mail-Zugang zwischen Bank und Kunde. Das heißt, man hat als Kunde die Möglichkeit, seinen Berater über einen sehr sicheren Kommunikationsweg dementsprechend zu kontaktieren. Oder aber von uns als Bank die Möglichkeit, Informationen wie Kontoauszüge oder auch Pflichtinformationen, die wir als Bank verschicken, an das jeweilige E-Pass oder E-Postfach dementsprechend zuzustellen. Und damit hat man als Kunde erstmal die Möglichkeit, sehr übersichtlich die Dinge dann auch sich anzuschauen. Und es gibt die Möglichkeit, Bevollmächtigte auch mit einzusehen. Und wie gesagt, es ist ein sehr sicherer Weg, diese Dinge zu erhalten und auch ein sehr nachhaltiger, weil natürlich wir die Möglichkeit dann nicht nutzen müssen, um Papier durch die Weltgeschichte zu schicken. Und das ist mit Sicherheit in der heutigen Zeit auch ein wichtiger Punkt. Das stimmt. Aber angenommen, ich möchte jetzt die Kontoauszüge trotzdem noch in Papierform haben. Klar, kann ich mir die zu Hause ausdrucken, aber kann ich die trotzdem auch noch irgendwie am Terminal ziehen? Generell, wenn Sie sich einmal dafür freigeschaltet haben, stellen wir die zu, auch mit dem Vorteil, dass man auch einen ganzen Monat dementsprechend mit auf so einem Kontoauszug drauf hat. Wenn Sie die ziehen, können Sie das natürlich immer noch gerne machen, sind dann aber auch für die Funktion nicht freigeschaltet. Und ich frage mich, warum man das in der heutigen Zeit, also klar, wenn man keinen Online-Zugang hat, kann man das gerne so nutzen, die Vorteile sind schon überwiegend und der Gang in die Bank ist natürlich auch nochmal, der gemacht werden muss. Und auch da muss nochmal Papier wiederhergestellt werden. Und da sind die Vorteile im
Postfach schon überwiegend. Wie lange werden die Unterlagen da dann archiviert? Gibt es da eine Frist? Die werden 10 Jahre aufbewahrt. Man muss sich da nicht drum kümmern. Man kann sich die natürlich als PDF-Dokument runterladen, auch selbst archivieren. Aber in dem E-Postfach stehen die 10 Jahre zur Verfügung. Das hört sich doch gut an. Also viele praktische Dinge, die man digital erledigen kann. Vielen Dank an die Runde für diese Informationen. Und wenn Sie noch mal alle Details zu diesen Themen haben möchten, dann finden Sie natürlich auch auf der Internetseite Ihrer Volksbank.